Hallo meine Lieben in der Chaosküche 51 zu meinem Rezeptvideo Zwetschgen Rosmarintarte auf Quittengel. Und die Zutaten seht ihr hier gerade im Bild. Ich führe sie euch aber in der Infobox dann auch nochmal auf. Ja, und das sind so die letzten Zwetschgen oder Pflaumen, wie man auch sagt, welche wir in diesem Jahr jetzt hier bekommen haben. Und ich mache euch daraus jetzt eine leckere Tarte. Zuerst schneiden wir unsere Pflaumen in kleine Viertel. Eingeschnittenen Pflaumen geben wir anschließend in eine große Schüssel und übergießen diese dann mit dem Saft einer Zitrone und vermengen alles so, dass der Saft gut in das Fruchtfleisch der Pflaumen einziehen kann. Und dann geben wir unseren Blätterteig in unsere Auflaufform. Und wie ihr seht, läuft hier gerade was schief. Ja, das ist so richtig. Also zuerst dann den Blätterteig mit unserem Quittenmus, was ihr an jedem guten Fachhandel bekommt, einstreichen. Anschließend verteilen wir nun unsere klein geschnippelten Pflaumen darauf und nicht wie am Anfang gesehen auf den Teig ohne das Quittenmus. Also den Quittenmus verteilen und dann unsere Pflaumen auf den Teig aufbringen. Ja, und wie ihr gerade gesehen habt, Fehler sind menschlich. Auch ich bin davon nicht gefeit. Ja, und nun mischen wir unseren Rohrzucker, das sind etwa 2 Esslöffel, und Zimt, das ist etwa ein halber Teelöffel, Teelöffel miteinander. Diese Mischung verteilen wir dann anschließend über unsere Pflaumen. Nachdem wir den Zucker über die Pflaumen gegeben haben, kommt jetzt der Geschmackskick, würde ich mal sagen. Wir geben einige Rosmarinnadeln, frischen Rosmarin, über die Pflaumen. Diese entfernen wir natürlich nach dem Backen, bevor wir diese geniale Tarte verspeisen. Ja, und anschließend geben wir dann unsere Tarte in den Backofen auf mittlerer Schiene, 175 Grad Umluft habe ich hier, und ca. 25 Minuten lassen wir das Ganze dann backen. Und dann haben wir eine wunderbare, leckere Zwetschgen-Rosmarin-Tarte auf Quittengel, und probiert es einfach mal aus. Hier seht ihr das Ergebnis. Ich war einfach überrascht, wie genial das schmeckt. Dazu könnt ihr dann eine Kugel Vanilleeis servieren, und ja, viel Spaß mit den weiteren Rezepten. Ja, und vergesst nicht, heute Nacht von Sommerzeit auf Winterzeit eure Uhren umzustellen. Und vergesst auch nicht das morgige Video, eure Fragen, meine Antworten. YouTuber und Facebooker fragen Tom und Tom antwortet in diesem Video. Also viel Spaß damit. Und bis bald, euer Tom.